Hallo meine Lieben, wenn ihr den letzten Vlog geguckt habt, dann habt ihr mitbekommen, dass wir gestern Abend angekommen sind bei uns zu Hause nach dem Urlaub und jetzt geht wieder der ja, alltägliche Wahnsinn hier zu Hause los. Falls ihr das letzte Video nicht geschaut habt, dann schaut auf jeden Fall rein. Jetzt sind wir auf jeden Fall zu Hause und es geht jetzt los. Ich zeige euch den Garten. Wilde Landschaft ist ausgebrochen, eine wilde Oase, ein wilder Dschungel. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist krass. So haben wir unseren Garten noch nie gesehen. Wir haben ja unseren Garten vor 6 Wochen, 6 oder 7 Wochen verlassen, als wir in den Urlaub gefahren sind. Hatten unser ganzes Gemüse eingepflanzt und weg waren wir. Und das ist halt ja alles wild gewachsen. Und falls ihr die Vlogs von letztes Jahr kennt, wie wir ja unser Gemüse und so das erste Mal eingepflanzt haben, wie schön mein Mann sich da immer alles drum gekümmert hat und wie es jetzt aussieht, das ist echt ein, ja, wie Tag und Nacht ein Unterschied. Dann muss ich ja meine ganzen Sachen noch auspacken und die meisten wollten ja auch einen kleinen Haul sehen. Den werden wir zusammen machen. Und wir werden zusammen nochmal rechnen, was uns denn dieser ganze Urlaub gekostet hat. Da bin ich nämlich gespannt. Ist auf jeden Fall sehr viel. Das kann ich schon mal sagen. Also dieses Gefühl habe ich. Ich habe nicht mitgerechnet. Ich muss meinen Mann fragen, alles zusammenzurechnen. Die Fahrtkosten, die Übernachtung in den Hotels. Was haben wir dort alles ausgegeben? Aber ich glaube, es ist viel. Aber ich weiß nicht genau, was es für eine Summe ist. Also da werden wir auf jeden Fall nochmal eine Revue passieren. Und schauen, was das alles war. Ich muss halt meine ganzen Sachen noch auspacken und so. Also es ist jetzt ein bisschen viel zu tun. Aber als erstes zeige ich euch den Garten. So, dann schauen wir uns mal unseren Garten an. Oh mein Gott, hier ist nicht nur Unkraut gewuchert. Also hier so unser Weg, ne? Vom Tor. Alles hier zugewachsen. Es war halt alles hier kurz. Wo fange ich denn an? Wir fangen mal hier an. Also das ist alles keine Ahnung was. Ich meine, okay, hier hatte ich so einen kleinen Rosenbusch und das. Aber was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Von wo ist das hergekommen? Ich weiß nicht. Dann hier hatten wir ja ein paar Tomaten eingepflanzt und Zucchini. Und mein Mann hat schon so eine riesen Zucchini mir gebracht. Da ist ja noch eine. Oh mein Gott. Okay, heute gibt es Zucchini zum Essen. Da ist sie. Eine riesen. Schaut euch die mal an. Eine riesen Zucchini. Und das in, keine Ahnung, 6 Wochen alles gewachsen. Hier sind auf jeden Fall ein paar Tomaten. Ich hatte nämlich auch ein paar mit reingepflanzt, die drüben nicht mehr reingepasst haben. Also das ist so diese kleine Ecke. Natürlich, ihr wisst, ne, wenn ihr euch die Videos vom letztes Jahr angeguckt, wie schön sauber und ordentlich alles mein Mann gemacht hatte, ist das schon extrem. Ja, das ist auch wahrscheinlich alles Unkraut. Leider sind unsere Bohnen dieses Jahr, unsere Stangenbohnen, nichts geworden. Ich weiß nicht warum. Aber dieses Jahr leider keine Stangenbohnen. Letztes Jahr hatten wir so viele schöne, aber dieses Jahr sind die nicht rausgekommen. Keine Ahnung warum. Aber ja, wir gehen mal jetzt erstmal weiter. Hier ist ja eh unsere Grümpelecke, da brauchen wir gar nichts zu beachten. Hier steht viel. Das Tor und so, wir müssen hier auch nochmal aufräumen. Ja, mein Mann hat schon teilweise angefangen mit dem Rasen zu mähen. Der ist natürlich auch sehr groß. Ich glaube, der Nachbar hat einmal. Oh, jetzt hast du hier alles weggeschnitten. Hier sah es ja auch extrem aus. Das hat er hier schon weggeschnitten. Hier war auch alles zugewuchert. Hier sind ja unsere Erdbeeren. Ich weiß gar nicht, gibt es da noch Erdbeeren überhaupt? Weiß ich nicht. Hier hatte er ja irgendwelche Blumen eingepflanzt. Die sind teilweise rausgekommen, wie ich sehe. Also wie gesagt, hier hat er schon sauber gemacht. Hier war ja alles auch sehr, sehr lang. Wir gehen mal gleich auf die Terrasse. Ah, hier, ich wollte euch unseren Pflaumenbaum zeigen. Der hat nämlich richtig viele Früchte. Da muss ich auch gleich mal pflücken. Hier, schaut mal, da sind die gelben Pfläumchen. Das sind ja so saure, eher auf Türkisch heißen die Erik. Die sind lecker. Also da hatten wir letztes Jahr hatten wir keine Früchte, aber dieses Jahr haben wir richtig viele Früchte. Da bin ich echt mal gespannt, wie die schmecken. Aber die sind reif. Die kann ich auf jeden Fall pflücken. Jetzt schauen wir uns erstmal hier alles an. Ja, Rasen, wie gesagt, fängt er auch schon an am Mähen. Hier unsere, ich glaube, Zinien waren das, sind geblüht. Zusammen mit viel Unkraut. Aber ja, hier sieht es ganz okay aus. So. Okay, hier muss alles geschnitten werden. Oh, ja, hier sieht schön aus, die Ecke. Hier sind die Zinien richtig schön rausgekommen. Das sieht richtig schön aus. Und dann, wir haben Mais. Schaut euch das mal an. Wir haben das erste Mal Mais und hier sind auch wirklich Maiskolben drin. Hier sind Maiskolben. Ich glaube es ja nicht. Da sind Maiskolben. Hier war auch noch mal irgendwie Kürbis oder so.
Also ich glaube, da kommt irgendwas, bin mir nicht sicher, aber hier muss natürlich alles noch jetzt gemäht werden. Mein armer Mann hat schon losgelegt, aber schaut mal, wir können dieses Jahr Mais essen. Hier, da ist ein fetter Maiskolben. Ich weiß nicht, ist der schon reif? Ich weiß gar nicht, wann die fertig sind. Ich glaube noch nicht, oder? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall haben wir dieses Jahr Mais. Ja, hier sind ja so die drei Bäumchen, die wir gepflanzt haben. Da ist jetzt nicht so viel passiert. Und ich glaube, auch unsere Äpfel. Sind da Äpfel gewachsen? Sehe ich irgendwie noch nicht. Keine Ahnung. Ja, das ist auf jeden Fall die Ecke. So, dann gehen wir wieder mal rüber. Der Nachbar durfte in der Zeit, wo wir weg waren, seine Sachen lagern. Der baut sich nämlich da einen Koi-Teich im Garten. Und dementsprechend haben wir gesagt, er darf seine Sachen hier vorübergehend lagern. Also nicht wundern, es ist nicht unseres. Oh, und ihr seid schon fleißig? Ja? Oh, der Arme. Jetzt bindet er die Tomaten an, weil, schaut mal, Adam, vorsichtig. Die Tomaten, wenn ihr wisst, letztes Jahr, wie schön die angebunden waren oben. Der eine Nachbar ist einmal gekommen und hat ein paar von den Tomatensträuchern angebunden. Und der Rest ist dementsprechend alles auf dem Boden. Und letztes Jahr habt ihr gesehen, wie schön wir so zwischen den Gängen gehen konnten und so. Aber wir haben auf jeden Fall Tomaten. Da steht schon mal fest. Hast du hier schon ein paar rote gesehen? Ich meine, dadurch, dass die ja alle hier so runterhängen, kriegen die nicht wirklich Licht, ne? Ja. Das ist ja das Problem, deswegen... Ja, lass mal das Licht, ja, das ist ja eine Sonne. So in Ordnung zu bringen, ist auch jetzt... Ja, das ist jetzt auch ein Ding, ne? Das die ist... Gurken haben sich hier auf die Tomaten gelegt, die Tomaten haben sich auf die Gurken gelegt. Echt? Diese haben sich, diese, weißt du, die finden sich doch. Ach so, Jetzt muss ich erstmal... Also die Tomaten kämpfen mit den Gurken jetzt. Ja. Nein, sie verbinden sich. Naja, oh mein Gott, guckt euch mal diese Gurken an. Das sind Mutantengurken. Hier, was ist das? Kann man die überhaupt noch essen? So eine Mutantengurke. Und ich reiß die mal ab hier. So, zeig mal hier im Vergleich zu Adam. Das ist eine Mutantengurke. Meinst du, die kann man noch essen? Ja, ich glaube schon. Ja, oben, wahrscheinlich ist die Schale ein bisschen hart, aber sonst da sind noch mehr. Müssen wir probieren. Da sind noch mehr. Mhm. Zeig mal her. Also auf jeden Fall. Das hat sich gerade. Ja, extreme Riesengurken. Also heute gibt es Gurkensalat, das steht schon mal fest. Gurkensalat und Zucchini-Puffer oder was? Oh mein Gott, ja. Also hier ist vieles eben auf dem Boden, was normalerweise eben alles hier so oben wachsen soll, aber schön. Ja, und hier auch diese Bohnen, ne? Also dieses Jahr Stangenbohnen wird nicht so viel, ne? Vielleicht kommt ja hier ein bisschen was. Ah, aber ich sehe, da ist auch Befall, ne? Hier, Blattläusebefall auf den Stangenbohnen. Aber hier sehe ich nichts, ne? Den Gurken. Hoch. Ach, und da ist unsere Brombeeren. Ja, die sind noch nicht so weit. Die ganzen, oh Gott, das sind aber viele. Ja, es ist ja, Mensch, hier gewildert alles, wow. Na gut, dann haben wir ja jetzt mal ein Vorher-Nachher. Wir machen ein Vorher-Nachher-Aufräumvideo. Vorher im Garten. Und wenn du dann fertig bist, ein Nachher, ne? Ja. Ach, guck mal, schön. Die könnt ihr auch essen. Guck mal, Spitzpaprikas. Oder Bibertpaprika. Aber das sind, die sind ja nicht scharf. Oh, wow, die sehen toll aus. Die sehen toll aus. Da hast du eine richtig fette. Guck mal da, siehst du die dicke? Die dahinter? Guck mal. Da dahinter noch, die ist noch fetter. Ja, genau die. Das sind ja Mutanten. Oh, wow, lecker. Guckt euch das mal an. Oh, passt nicht alles drauf. Oh ja, die Snackpaprikas. So, warte, ich kann nicht mehr festhalten. Ich muss das ablegen. Ja. Das ist mal eine Gurke, ne? Ja, davon sind ja noch ganz viele. Huch, ich muss aufpassen, wie ich hier hintrete. Wow. Wow, wow, wow. So. Okay. Also, wie gesagt, jetzt ist erstmal die nächsten Tage Gartenarbeit angesagt. Wir müssen noch das Auto mit den Sachen entleeren. Ein Haul gibt es. Also, es gibt noch viel zu sehen hier. Oh mein Gott, was sind das bitte für Gurken? Was ist das? Oh mein Gott, Adam, guck mal. Das ist ja wie dein ganzer...
die Wohnung ist wieder blitzblank, gestaubsaugt, Boden gewischt, die Teppiche wieder platziert. Oh ja, ich mag das schon. Wenn das Zuhause sauber ist, dann fühle ich mich wohl. So muss das sein. Und jetzt werden auch noch die Sachen ausgepackt. Und ja, genau. Gehen wir mal gleich raus und schauen, wie es da aussieht. Terrasse habe ich auch einigermaßen sauber gemacht. Ich muss noch ein bisschen die Teppiche putzen. Und du bringst schon die ersten Sachen. Okay. Während ich geputzt habe, war mein Mann auch schon ganz fleißig, hat den Rasen gemäht. Ja, ist auch schon stundenlang beschäftigt. Oh, sieht das schön aus. Wow. Das sieht ja echt toll aus. Wie ein Teppich. Ja. Hier, ja, hier hat er auch schon gemäht. Oh, das sieht ja schon mal viel besser aus. Ja, hier muss er noch ein bisschen Unkraut zupfen am Mais. Hier hat er auch schon gemäht. Oh, das war ja alles zugewildert. Ja, die Seite müssen wir noch zu Ende bearbeiten. Aber das Grobe ist schon mal weg. Ich muss noch alles wegmachen. Aber oh, wow. Ja, das sieht schon mal viel besser aus. Vorher-Nachher-Effekt ist auf jeden Fall schon mal da. Ja, das sah ja nämlich wild aus, ne? So, dann muss ich auch mal gucken. Hier meine Zucchinis. Und hier sind die Domätchen. Genau, na, das sieht doch schon mal besser aus. So, hier, oh mein Gott, die Gurken. Ich glaube, meine Mama hat mir ein Rezept gegeben, ich werde diese Riesengurken einlegen. Weil ich meine, wir essen jetzt die ganze Zeit richtig viele Gurken. Und hier sind ja zum Glück viele Kinder und die lieben auch Gurken. Von daher, wir essen zwar auch viel, aber so gerade so diese ganz großen, ich glaube, ich werde die in Scheiben schneiden und dann einlegen. Aber das machen wir dann auch gemeinsam. Aber hier hat er schon mal alles hochgebunden. Ihr könnt ja auch mal sehen, wie es vorher war ja alles auf dem Boden. Aber hier schon mal das Gröbste schon mal hochgebunden. Genau, aber hier ist halt noch viel zu tun. Das ist ja natürlich viel Arbeit, ne? Es lag halt alles so hier auf dem Boden. Aber ja, das wartet noch alles. Aber eins nach dem anderen. Dimme! Jetzt geht's erstmal ans Auto. Warst du schon da oben? Wie sieht's da aus? Ja, da müssen wir dir helfen. Das ist ja jetzt wie ein Überraschungsei, ne? Überraschungsei? Ja. Ja, ja, meine schönen Schätze alle da versteckt, ne? Aha. Ja, dann machen wir danach. Ich sortiere jetzt erstmal alles. Was ist, genau. Was sind jetzt die Sachen, die ich eingekauft habe? Was sind unsere Sachen? Und dann mache ich die alle auf einen Haufen. Und dann, wie sieht es hier aus? Ist ja gar nicht so viel. Mal schon, ein paar Koffer sind schon drin. Und dann machen wir einen kleinen Haul. Wir haben mit Mariam Sushi vermisst. Deswegen machen wir uns jetzt welchen. Und zwar einmal machen wir Onigiris. Die sehen so aus, die sind innen gefüllt mit dem Thunfisch und einmal auch noch California Rolls, ne? Das ist immer der Dip. Das ist einfach Mayonnaise mit der, wie wird das immer ausgesprochen? Shiraza? Shiraza? Shiraza-Soße. Auf jeden Fall Gurke, hier ein paar Röstzwiebeln, noch Avocado und das ist Thunfisch. Ein bisschen Zitronensaft, Mayonnaise, Lauchzwiebeln, Salz, Pfeffer. Ja, wir machen das eigentlich immer. Das ist unsere liebste Füllung. Also ich mache ein paar mit Thunfisch, ein paar mache ich eine Avocado-Gurke. Eigentlich machen wir auch die Gurke auch zum Thunfisch. So ein bisschen Mix, aber das schmeckt am besten. Ich koche auch schon die zweite Ladung Reis, weil das ist wenig. Wir wollen ja alle was davon haben. Die Kinder sind im Garten und haben mir gerade hier Gurken gebracht. Was haben die mir denn hier alles gebracht? Gurken. Oh, so viele Gurken. Ich mache schon jeden Tag Gurkensalat und andauernd essen wir Gurken. Was ist hier? Ein paar grüne Tomaten. Ich glaube, die sind alle, ja, das sind die, die runtergefallen sind, weil ja gerade alles hochbindet. Ein Apple? Ein Apple! Okay, die Tomaten lege ich mal zu. Vielleicht werden die ja noch rot. Ja, das waren die, die runtergefallen sind. Genau, und hier, wie sieht es hier aus? Hier haben wir eine Runde Onigiris. Fertige. Und gleich kommen noch California Rolls. Unser Sushi ist fertig. Das sieht immer so wenig aus, aber es macht so satt. Ich habe 3 von diesen Dingern gegessen und ich bin voll. Aber richtig lecker wieder geworden. Hier ist der zum Präsentieren. Wir haben auch noch hier mit Frischkäse, Avocado und Gurke. Und diesen mit Thunfisch und Avocado.
So, meine Lieben, jetzt zeige ich euch mal, was ich alles so in der Türkei eingekauft habe. Außer Klamotten. Klamotten, das wäre jetzt, glaube ich, würde den Rahmen sprengen. Hier und da haben wir ein paar Anziehsachen gekauft, für die Mädels ganz viel, für die Jungs ein bisschen was, aber das, wie gesagt, die Sachen hatten wir ja auch gleich schon dann getragen und so weiter und sind alle überall verstreut. Von daher zeige ich euch mal die Sachen, die wir geholt haben. Am besten fangen wir mal hier so an, und zwar einmal solche schön dicken Gebetsteppiche, also die sind wirklich halt wie so ein richtiger Teppich, also halt richtig schön dick, und das wollte ich unbedingt für hier, weil hier jetzt kein Teppich liegt, und ja, dann kriegt man so ein bisschen Knieschmerzen, wenn der Teppich so dünn ist. Deswegen halt die zwei etwas dickeren, und ja, die fanden wir halt sehr, sehr schön. Ich glaube, einer hat, Gott, aber wie viel haben die gekostet? Ist jetzt die Frage, war das jetzt 150 Liter? Also ich glaube, dann waren es 15 Euro. Also ja, auf jeden Fall günstig. So, dann habe ich mir endlich mal so ein, hier, ich hatte das nämlich alles ja ausgepackt und in den Vakuumbeutel gemacht. Deswegen habe ich hier noch dieses Dings behalten, wie das aussieht. Und zwar so eine Tagesdecke mit zwei passenden Kissen. Und zwar in diesem schönen dunklen Grünton. Ich fand das halt ganz schön, und vom Stoff her, weil die halt super schön groß ist, aber dennoch nicht zu dick. Also wirklich so schön, schön dünn. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Und ich glaube, die war umgerechnet um die, ja, 40 Euro, würde ich sagen. Genau, das war das. Dann habe ich auch für die Mädchen zwei Tagesdecken geholt, für deren Bett. Ich habe auch für die Jungs gesucht, aber leider farblich für die Jungs nichts gefunden. Also das ist für die Mädchen, ihre Betten. Das ist wirklich einfach so eine Tagesdecke, damit es einfach, ja, schöner aussieht und die Betten nicht so offen sind und farblich, ja, finde ich. Ich den Schirm draußen an. Oh, oh. Okay, ich glaube, er ist jetzt hinüber. Muss Bauer gucken, ob der den retten kann. Bitte aus. Ja, dann ist er mal immer umgeklappt. So, dann habe ich auch hier so einen langen Teppich. Ich habe ja in dem großen Bad, der ist ja so lang, da mag ich immer gerne nicht, ich mag nicht, wenn so viele kleine Badezimmerteppiche sind. Deswegen habe ich da immer so einen lang. Und dann habe ich den hier gefunden. Gott, fragt mich mal, wie teuer der war. Vielleicht war das 8 Euro oder so. Auf jeden Fall halt schön lang. Ja, eigentlich könnte der noch länger sein für das Bad, ne? Mhm. Ja, weil die anderen sind auch länger. Aber egal, ich fand den auf jeden Fall schön. Und ich wechsle ja immer gerne zwischendurch, wenn ich die dann wasche. Fand ich den ganz nett. Dann, bevor wir zu den Töpfen kommen, hier einmal solche, ja, wie nennt man sowas, Koranständer. Also wenn man so auf dem Boden sitzt, Koran liest, dann ist es halt schön. Also es ist auch was Schönes so mit dem Holz. Ist halt auch schön, da eben abzulegen, den Koran. Also gerade auch die Kinder, wenn sie dann lesen. Und das haben wir hier insgesamt, haben wir hier noch 3 Stück. Also 4 von denen. Da gibt es irgendwie, glaube ich, verschiedene Größen. Und einmal den hier. Aber frag mich mal, was die gekostet haben. Weiß ich nicht mehr. Vielleicht, was haben die denn gekostet? Ich glaube so um die, entweder zwischen 15 und 20 Euro das Stück. Ja, ja, sowas war das ungefähr. Genau, dann habe ich mir endlich nach 19 Jahren, also ich habe, als ich geheiratet habe und dann meinen eigenen Haushalt hatte, habe ich mir einmal Töpfe gekauft. Einfach so No-Name-Töpfe, und habe die wirklich 19 Jahre benutzt. Und ja, sind halt nicht mehr die schönsten. Und ich wollte die ganze Zeit schon einfach ein neues, einfach ein schöneres Topfset. Und ich konnte mich nicht entscheiden. Und dachte ich, okay, ich kaufe mir dann eben welche in der Türkei. Und habe mich dann für Karaca entschieden. Ich habe bei Instagram so ein bisschen Umfrage gemacht und so. Und da waren viele Empfehlungen. Aber viele haben auch Karaca empfohlen. Deswegen habe ich hier ein Set aus verschiedenen Größen. Also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teile. Und das Coole war, das Angebot war halt immer, wenn du einen Topf nimmst, ist der zweite gratis. Das heißt, ich habe 6 Töpfe und habe nur für 3 bezahlt. Und umgerechnet hat mich das Ganze, also die 6 Töpfe haben mich 120 Euro gekostet, was halt super ist. Ich habe nämlich letztens, wir haben hier auch Karaca, und ich habe Preisvergleich gemacht. Und ja, ich habe auf jeden Fall gespart, als wenn ich sie hier geholt hätte. Und ja, die sind halt super schön schwer, und ja, da ist auch 50 Jahre Garantie und so. Also die sind halt, ja, schon sehr hochwertig und schön. Ich fand die auch optisch sehr, sehr schön. Und ich fand auch gerade so
diese Form auch sehr schön. Deswegen habe ich auch mehrere von dieser Form. Was haben wir hier? Genau, hier haben wir auch nochmal in dieser Form, weil ich halt gern solche Gerichte mache, wo ich halt einfach so direkt alles anbrate und dann schmore. Das ist zum Beispiel mehr so für Reis. Da passt auch schön viel rein. Und hier so eine kleine Pfanne. Dann haben wir hier noch den großen Topf, der ist 7 Liter. Dann noch den kleinen Topf mit 2,1 Liter und dann noch so eine kleine Pfanne, so wenn man so, ja, so ein bisschen Spiegelei oder sowas macht. Genau, dann haben wir die Töpfe hier. So. Dann habe ich, das war auch bei Karaja, nochmal so ein Zweier-Set Schneidebretter. Die haben gekostet, die waren nämlich angeboten, 49, also 5 Euro die beiden Schneidebretter. War auch sehr günstig. Dann hatte ich, aber das war bei English Home oder so, mir noch so ein Sieb geholt, so ein Edelstahlsieb. Ich fand die Form irgendwie nice. Und was hat das gekostet? War auch so ungefähr 8 Euro oder so. Genau, das war das. Also das war so English Home. Genau, das kommt jetzt, kommen wir alles so bei English Home. Das, dann diese Karaffe fand ich super, super schön aus Glas. Weil wir haben ja immer unser gefiltertes Wasser. Und deswegen fand ich dann halt so, das als Karaffe so hinzustellen hier. Naja, wisst ihr, ich mag so alles in grün, wie man sieht. Finde ich, sieht halt sehr, sehr schön aus. Und die war, das hat gekostet, umgerechnet 5 Euro. Ja, das ist nichts. Und auch eine schöne Teekanne aus Emaille. Die fand ich auch schön, ja. Ihr merkt schon, das Farbthema ist grün. Aber ich fand die halt schön mit Gold und Grün und eben aus Emaille. Dachte ich mir, sieht sehr hübsch aus. Dann, was ich auch noch total süß fand, waren diese kleinen Töpfe. Jetzt denkt ihr euch, was will denn die Mutti von 8 Kindern mit so kleinen Töpfen? Aber es bleibt manchmal so ganz wenig Essen übrig. Ja, auch wenn es so ganz, ganz wenig ist, dann ist das immer das Problem. Man macht es dann in so eine Tupperware oder sowas, ne, in Schälchen, in den Kühlschrank und dann willst du es wieder aufwärmen. Und ich habe mir gedacht, wie praktisch ist bitte das? Dann tust du dir ein bisschen den Rest hier rein, tust es so in den Kühlschrank, damit es halt frisch bleibt, ne, so meistens, wie gesagt, einen Tag. Und das Coole ist dann, kannst du das auf den Herd stellen und dann hier drin aufwärmen. Das fand ich so süß. Und ich habe auch an Medium gedacht, weil ja, Medium, die macht sich auch mal schnell selber solche Gerichte mit ihren China-Nudeln und sowas, alles Mögliche. Dachte ich, ach komm, die benutzt immer meine Töpfe für ihr. Die kocht sich dann immer so 2-3 Nudeln in meinen Riesentöpfen. Dachte ich so, okay, das ist ja auch ganz gut für Medium. Wenn sie sich dann mal eben ein paar Nudeln kocht oder so, dann muss der sie Topf nicht... Der Topf ist perfekt. Ja, der ist auch gut, der ist halt auch nochmal zum Beispiel. Hier die kann man ja auch. Ja, die auch, genau. Die sind nochmal mit dem Frischhaltedeckel, genau, die sind noch besser. Aber das ist zum Beispiel einmal dieses Dreier-Set. Ach, ich finde das einfach so süß. Und wie gesagt, total praktisch, dass man die dann halt auch nochmal wirklich auf dem Herd benutzen kann. Da war das Pro-Topf. Achso, da gab es auch Angebot, genau. Da kamen noch ein bisschen Prozente runter. Aber das war ungefähr so ein Topf 6 Euro. Genau, der größere ist 7 Euro, 6 Euro und 5 Euro. Die sind von der Form her perfekt für warm. Genau, das ist so ein Dreier-Set, formgerechnet. Aber da kam nochmal Rabatt. Das wäre jetzt 20 Euro, aber da war nochmal ein bisschen Rabatt auf alles. Aber die fand ich auch sehr, sehr schön, weil die eben, wie gesagt, hier nochmal wirklich mit diesem Frischhaltedeckel sind. Und da hast du halt auch 3 Stück. Und dann kann man hier eben was reintun. So, ne? Hier was aufbewahren. Oder wie gesagt, was Kleines kochen und dann auch wieder auf den Herd packen. Das fand ich einfach praktisch. Und ja, optisch hat mich das sehr angesprochen. Genau, das ist das. Dann habe ich mir, genau, das war auch, das war wieder Madame Coco. Noch so ein Milchtopf hat mir gefehlt. Und ein kleines Töpfchen. Hier mit so einem Griff. Wenn man dann so ein bisschen, ja, Milch warm macht oder so. Fand ich auch ganz süß. Hat mir auch so ein bisschen gefehlt. Genau, und der war ja um die 9 Euro. Ne, da war auch Rabatt. Da war ja auch wieder Rabatt drauf. Ne? Ich glaube, der war dann 6 Euro. Genau, ungefähr 6 Euro. Das, dann geht's weiter. Noch ein paar Gebetsteppiche mehr. Das war einfach so schön. Den hatten wir zusammen mit den anderen zwei, die ich euch gezeigt hatte, geholt. Der ist so schön samtig. Der war auch ein bisschen teurer. Ich glaube, der war dann auch so um die 15 Euro. Und dann diese hier waren jeweils 3 Euro. Das sind halt schon so ein bisschen
ja, dünnere, aber ich fand die auch halt sehr schön. Und ja, wir sind halt viele und brauchen dementsprechend viele Gebetsteppiche. Und deswegen haben wir die geholt. Und ich habe Handtücher gekauft, weil auch Handtücher, kannst du nicht mehr reden, ja, Handtücher, ja, waren da halt auch günstig und die sind halt auch schön qualitativ. Da ist es halt so, da bist du halt wirklich so im Geschäft und guckst halt wirklich so, der Preis richtet sich nach der Dicke der Handtücher, ne? Also das ist jetzt zum Beispiel so ein 500 Gramm Handtuch, ne? Also nach Gramm, du zahlst da wie bei Fleisch nach Gramm. Genau, und da habe ich jetzt, ich glaube, 12 Stück oder so. Warte, wie viel sind hier immer? 2 oder 3? 2, also sind das hier 2, 4, 6, 8, 9, genau, 12 Stück. Was habe ich denn dafür bezahlt für die 12 Handtücher? Wenn ich das noch wüsste. Ich weiß, ich habe die Handtücher mit den Teppichen zusammengekauft und habe bezahlt 20, 30 Euro so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, spart man da natürlich ein bisschen was. Das war eigentlich so an, ja, materiellen, so Haushaltswaren, sage ich jetzt mal, was ich in der Türkei geshoppt habe. Ist es jetzt viel oder ist es nicht viel? Ich weiß es gar nicht. Findet ihr das viel oder nicht viel? Ich hätte am liebsten noch mehr geshoppt. Aber ja, das waren jetzt so Sachen, ja, was ich gerne kaufen wollte. Irgendwas, ich wollte ja, wie gesagt, eigentlich wollte noch Tagesdecken für die Jungs, habe ich leider nicht mehr bekommen, weil ich farblich nichts Passendes gefunden habe. Aber so eigentlich so, was ich wollte, waren eigentlich ja hauptsächlich eigentlich Töpfe, ne? Und mehr hatte ich eigentlich auch gar nicht so gebraucht. Aber ja, wer freut sich nicht, wenn er shoppt, ne? Genau, jetzt packe ich mal alles weg. So, meine Lieben, kommen wir jetzt zum Kassensturz. Was hat uns der Türkei-Urlaub, der sechswöchige Türkei-Urlaub denn gekostet? Bisschen lange an der Liste gesessen, denn ja, das war ein bisschen schwer, das jetzt nochmal Revue zu passieren, was wir denn überall ausgegeben haben. Deswegen liste ich mal alles so ein bisschen auf und sag euch dann die Gesamtsumme. Ihr könnt ja jetzt schon mal, bevor ich das verrate, in den Kommentaren schreiben, was meint ihr, was hat uns dieser sechswöchige Türkei-Urlaub gekostet? Mit Auto gefahren, wir waren im Yalova, 5 Tage im Hotel, dann in Samsun und so weiter. Also wenn ihr die Urlaubsvlogs geguckt habt, dann wisst ihr, was wir alles so gemacht haben. Also schreibt das gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr meint, was wir als 10 Personen so, ja, für diesen Türkei-Urlaub ausgegeben haben. Wir haben ungefähr geschätzt, was uns das Ganze kosten wird. Und es ist auch genau das rausgekommen, was wir uns so gedacht haben, dass das Ganze uns kosten wird. Und ja, also wir haben zum Beispiel für Flugtickets, es ist ja immer ein Kind, also in die Hinfahrt in die Türkei ist ja die Zehra geflogen mit einer verwandten Familie und zurück ist Meriem geflogen. Das ist ja, wie ihr wisst, ne, wir haben einen 9-Sitzer-Bus, 10-Sitzer gibt es nicht. Deswegen ist jeweils ein Kind geflogen. Da diese Flugtickets haben also hin und zurück 800 Euro gekostet. Dann die PCR-Tests, die wir auf der Rückreise machen mussten. Genau, Hinfahrt hatten wir ja Schnelltests nur gemacht. Die sind ja, waren ja noch kostenlos, sind noch kostenlos. Wer weiß wie lange. Genau, hat ja Schnelltest gereicht und dann sind wir zurück, da kam wieder die neue Regelung ab 1. August ja gewesen, mussten wir wieder PCR-Test machen, die haben uns 200 Euro gekostet. Dann allein die Fahrtkosten, Sprit, und ihr müsst überlegen, wir haben 8000 Kilometer insgesamt gemacht, also allein 3000 hin und 3000 zurück und dann noch sozusagen 2000 in der Türkei drin halt. Also insgesamt 8000 Kilometer haben wir gemacht und Sprit hat uns circa 1200 Euro gekostet. Also sind alles so ein bisschen circa Angaben. Ich habe jetzt nicht alles so Dings, aber so ungefähr. Reparatur vom Auto, wer es mitbekommen hat, ne, das Auto ist ja dann in Istanbul kaputt gegangen. Die Reparatur hat uns 1000 Euro gekostet. 200 Euro haben wir ausgegeben für das Taxi hin und her fahren während der Zeit. Also wir sind ja mit 2 Taxis dann einmal dann nach Yalova da gefahren zu unserer Unterkunft. Mein Mann musste dann ein paar Mal hin und her wegen dem Auto, also 1200 Euro das. Dann Shopping und Essen, das war ein bisschen schwer. Also wir haben jetzt so gerechnet, ungefähr 2000 Euro so ganze shoppingmäßige Sachen und 1500 Euro Essen. Wobei es kann sein, dass es auch mehr war. Also wir haben ja wirklich eigentlich täglich draußen gegessen. Ja, also wir haben meistens ja immer zu Hause gefrühstückt.
Und aber so unsere Hauptmahlzeit haben wir eigentlich immer draußen genommen. Ich habe wirklich vielleicht insgesamt, habe ich 3 oder 4 Mal vielleicht gekocht und vielleicht auch nur 2, 3 Mal bei meinen Schwiegereltern gegessen. Ansonsten war eigentlich hauptsächlich draußen. Dann mussten wir ja für die Fahrt diese Vignetten kaufen. Die waren eigentlich gar nicht so teuer. Aber die Strafe, die im Nachhinein gekommen ist, die war teurer. Und zwar hatten wir nämlich die falschen Vignetten gekauft. Das war nämlich das erste Mal. Normalerweise macht man das auch an den Grenzen, aber es war halt praktisch, dass man das online machen kann. Aber wir haben für die falsche Autogröße oder irgendwas haben wir falsch gemacht, sodass wir Strafen bekommen haben von 210 Euro. Das hat uns insgesamt 350 Euro gekostet. Dann haben wir in Jalova, waren wir ja in dem Rizom, in diese 5 Tage in diesem Hellal-Hotel gewesen. 5 Tage, dafür hatten wir 1500 Euro bezahlt. In Istanbul haben wir 350 Euro ausgegeben für unsere Tour, die wir da gemacht haben und alles, ja, so Essen und ich weiß nicht, ob haben wir da Hotel mitgerechnet, keine Ahnung, auf jeden Fall hat mein Mann gemeint, um die 350 Euro. Dann Hotels und Unterkünfte, also die Unterkünfte, die wir in Samsun, da hatten wir ja wirklich den ganzen Monat, also 4 Wochen waren wir in Samsun, das hat uns ja 1000 Euro gekostet und 1000 Euro die ganzen Hotels, was wir immer übernachtet haben, also wir sind ja auf die Hinfahrt, haben wir ja in Ungarn übernachtet und in Edirne und dann einmal eben in Istanbul und auf der Rückfahrt haben wir Istanbul übernachtet und dann wieder Ungarn und Edirne. Genau, und dann Sonstiges habe ich noch ein bisschen geschrieben. Zum Beispiel haben wir uns türkische Karten besorgt. Ich habe da viel Internet mir laden müssen, weil in der Unterkunft hatte ich Probleme mit dem Internet. Also wir haben ich musste immer wieder das Internet aufladen. Das haben wir so um die 80 Euro, 80 bis 100 Euro, so Sonstiges. Falls ich da irgendwas vergessen habe, ist mir nicht sicher. Also, Fazit. Jetzt weiß ich nicht, ob wir das jetzt mitrechnen sollen oder nicht. Wir haben, bevor wir losgefahren sind, war ja so, dass wir dann plötzlich, das war ja gerade mal 2 Wochen oder 3 Wochen vor dem Urlaub, das war ja, wir haben ja spontan dann entschieden, dass wir doch fahren wollen. Und dann haben wir gemerkt, dass die Pässe der Sechslinge ja abgelaufen waren. Und da haben wir für die Expresspässe, also damit die schneller fertig sind, sonst hätten wir eben 3 bis 4 Wochen auf die Pässe warten müssen. Wir haben für Express, da haben wir nur 1 Woche gewartet, haben wir 450 Euro für die 6 neuen Pässe bezahlt. Normalerweise wäre es die Hälfte, also doppelt so viel, weil es Express war. Und dann hat mein Mann fürs Auto 800 Euro auch nochmal investiert für neue Reifen, Ölwechsel und so weiter. Also da hat er nochmal wirklich so ein Check-up gemacht fürs Auto vor der Fahrt. Also das können wir auch ungefähr, da würde ich mal sagen, mitrechnen. Also alleine nur für Fahrt und Unterkünfte, ja, sagen wir in die Türkei fahren und dort, um dort zu bleiben, haben wir 5.500 Euro ausgegeben für 10 Personen. Und insgesamt, was jetzt diese ganze Rechnung ist, ist ausgerechnet 12.700, wobei mein Mann meint, dass er schon, also das Gefühl hat, dass es schon um die eher 14.000 ging. Deswegen weiß ich nicht, was ich jetzt vergessen habe, eventuell noch mitzurechnen oder wie gesagt, weil gerade auch so dieses Essen und Shopping war jetzt so ein bisschen so ungefähr Angaben. Das ist jetzt so die Rechnung und der Stand. Jetzt könnt ihr mir schreiben, ob ihr richtig gelegen habt oder nicht, ob es weit entfernt war. Ich weiß ja, ich habe ja euch vor dem Urlaub die Frage gestellt, was meint ihr, was es uns kosten wird? Und viele von euch haben auch wirklich so richtig getippt. Also ja, ganz viele von euch haben schon so um die 10.000 bis 15.000 gesagt. Und das war auch so unser Eindruck. Also wenn du sagst, 10.000 Euro wird es uns das Minimum kosten. Also wir waren auf die 10.000 Euro, waren wir auf jeden Fall eingestellt. Also man kann es auf jeden Fall günstiger machen. Wenn man zum Beispiel jetzt nächstes Jahr, sagen wir mal, irgendwie das Auto vielleicht nicht kaputt geht. Da hätten wir 1.000 Euro gespart, wenn wir zum Beispiel nicht so viel draußen gegessen hätten, hätten wir gespart. Also es gibt viele Sachen, wo wir auf jeden Fall hätten sparen können, aber das war wirklich ja dieses Jahr, weil es wirklich unser erster richtiger Türkei-Urlaub war, also so ein bisschen auch auf den Putz gehauen, sage ich jetzt mal, dass wir es wirklich genossen haben, auch wirklich immer draußen zu essen und so weiter. Also wir waren da echt so ein bisschen, ja, genau, wir haben uns drauf eingestellt und wollten das so, deswegen eigentlich genau das eingetroffen, was wir uns vorgestellt haben. Genau, ansonsten, ja, hoffe ich, euch hat der Vlog gefallen. Ich muss eigentlich nochmal hier was updaten, weil ihr seht eben die Aufnahmen, die ihr seht zu Beginn, gerade das vom Garten, das war ja direkt, als wir angekommen sind. Das ist jetzt schon einen Monat her. Was haben wir denn heute? Das ist jetzt schon 5 Wochen her.
Also der Garten sieht nicht mehr so aus. Ich zeig's euch im nächsten Vlog. Leider, leider, leider habt ihr den Urwald gesehen. Das sah erstmal so toll aus. Ihr habt gesehen, wir hatten so schöne Fleischtomaten. Das waren so tolle Tomaten. Aber leider, leider, leider Gottes, weil die ja eben auch auf dem Boden lagen, zu viel Feuchtigkeit abbekommen haben, sind die uns alle schlecht geworden. Also man hat alles danach angebunden, die ganzen Tomaten, alles so schön gemacht und gepflegt. Und leider ist aber haben die diese braune, diese Fäule bekommen. Also die Pflanze und die Tomaten, also bevor sie rot geworden sind, sind sie leider schlecht geworden. Also diese braune, das hat, glaube ich, bestimmt einen Namen, ich weiß es jetzt nicht, sind leider schlecht geworden. Das Einzige, was wir wirklich sehr schön haben, sind die ganze Zeit Gurken. Die genießen wir die ganze Zeit. Wir hatten Mais, war jetzt okay. Also wir hatten jetzt so alle eine Runde Mais für uns. War aber auch nicht so, weil ich glaube, war halt eben nicht so viel Sonne hier. Also es hat ja viel geregnet. Zucchini habe ich ein bisschen, da hatten wir ja nicht so viel eingepflanzt. Und Stangenbohnen sind leider dieses Jahr nicht rausgekommen. Also falls ihr letztes Jahr fleißig die Vlogs gesehen habt vom letzten Sommer mit dem Garten. Das war ja unser erstes Mal, dass wir ja so wirklich so viel eingepflanzt haben. Das war ja super, wir hatten so viele Stangenbohnen, das war so toll, aber dieses Jahr sind die Bohnen nicht, also die sind gar nicht rausgekommen aus der Erde. Ich weiß nicht warum, ob die Bohnen schon schlecht waren oder so, oder keine Ahnung. Oder ich habe auch gehört, hat mir jemand gesagt, dass die wohl nur jedes zweite Jahr gut rauskommen. Kann auch sein. Also wie gesagt, das Einzige, was wir haben, ist Gurken. Da würde mich mal auch interessieren, euch zu fragen, wie macht ihr das denn eigentlich, falls ihr auch so Garten nutzt und euch so Gemüse und so einpflanzt, was ihr eigentlich macht, wenn ihr in den Urlaub geht? Ne? Weil das war jetzt das Ding. Wir haben ja unsere Setzlinge sozusagen eingepflanzt und dann waren wir weg. Und normalerweise, ne, wenn die gerade die Tomaten brauchen, sehr, sehr viel Pflege. Also da muss man wirklich die ganze Zeit sofort, wenn die anfangen zu wachsen, die anzubinden, die ganze Zeit zu geizen. Da hat ja mein Mann letztes Jahr, der hat die ganze Zeit auch so eine Vitaminbrühe gemacht, also so einen natürlichen Dünger aus den gegeizten Blättern der Tomaten, was übrigens extrem gestunken hat, aber es war, wir hatten echt tolle Tomaten und das konnte er halt nicht machen, weil wir eben nicht da waren. Da müssen wir wirklich für nächstes Jahr gucken, falls wir dann wieder verreisen, was ich hoffe, inshallah, dass wir nächstes Jahr wieder verreisen können, dass wir mal schauen, wie wir das dann mit dem Garten machen, dass wir da wirklich irgendwie jemanden beauftragen, der sich dann halt wirklich irgendwie darum kümmert oder so, weil es ist schon echt schade, dass das alles so eingegangen ist, die Tomaten. Es waren wirklich super schöne Fleischtomaten diesmal und dadurch, dass sie dann eben alle auf dem Boden lagen und diese Feuchtigkeit aufgenommen, ja, zu viel in dieser Feuchtigkeit lagen, leider diese Krankheit, Fäule oder was auch immer abbekommen haben. Sehr schade, aber tolle Gurken haben wir dieses Jahr. Das hat man ja letztes Jahr nicht so viele Gurken. So viel zum Garten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten wieder. Vergesst also nicht, den Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen. Bis bald!